bin ich? Dieses Zimmer kenne ich. Ich hab dich doch verkauft. Das bildest du dir alles nur ein? Nein, warte! Darf sonst noch was sein? Schlimme Nacht. Sie haben ja keine Ahnung. Geben Sie ihm einen Whisky. Einen doppelten.
Ist hier gerade eine Frau in einem roten Abendkleid reingekommen? Nicht in den letzten 5 Jahren. Der langsame Weg ins Grab. Der langsame Weg ins Grab. Der langsame Weg ins Grab. Ist schlimm für ein Kind. Ich hatte auch so einen Vater. Was haben Sie da eben? Was soll das heißen? Ich bilde mir das alles nur ein. Ja, jetzt komm mal runter. Ich sehe doch, wie du meine Süße angaffst. Das kann gar nicht sein. Eine ungewöhnliche Nacht, oder? Du verfolgst mich. Wer bist du? Wer glaubst du, dass ich bin? Das ist keine Antwort auf meine Frage. Vielleicht stellst du die falschen Fragen. Schluss damit. Warum hast du mich beobachtet? Warum bist du vor meinem Haus gestanden? Dein Haus? Es ist schon lange nicht mehr dein Haus. Du bist jetzt erwachsen. Woher kennst du mich? Du bist mir so vertraut. Wie aus einem anderen Leben. Das alles passiert nicht wirklich. Ich träume einen schrecklichen Albtraum. Manchmal liegen Traum und Wirklichkeit enger beisammen, als man denkt. Manche glauben sogar, der Tod sei ein einziger Traum. Wusstest du das? Ich verstehe nicht. Der Verstand kann die Dinge oft nicht auseinanderhalten. Im Traum vermischen sie sich miteinander, bekommen eine neue Bedeutung. Was hat das alles mit mir zu tun? Du hast deine Schwester erkannt, nicht wahr? Was? Wirklich tragisch. Und das einen Tag vor Weihnachten. Die Ärzte sagen, das kommt vor bei manisch-depressiven Patienten. Ein traumatisches Erlebnis vielleicht. Wer weiß das schon im Nachhinein. Eine Rasierklinge kann in diesem Zustand sehr verlockend wirken. Hör auf damit, wer immer du bist. Ich ertrage das nicht. Ich fürchte, diese Nacht ist für dich noch nicht vorbei. Glaubst du, Arsch, ich bin blind? Ich sehe doch genau, was ich meine, Mary Force. Ich will wirklich nichts von deiner Freundin. Schlimm, diese Gewalt unter Jugendlichen heutzutage. Ich wollte mit meinem besten Freund auf ein Konzert gehen. Aber als es soweit war, hatte ich keine Lust mehr. Er ging dann stattdessen mit einer Bekannten und ihrem eifersüchtigen Freund einen trinken. Er kam nie zurück. Ein seltsamer Zufall. Fast schon komisch. Ich wüsste nicht, was daran komisch sein sollte. Wo ist sie hin? Wo ist wer hin? Na, die Frau in dem roten Kleid, die ganze Zeit neben mir gesessen hat. Sie sind doch der einzige Gast hier. Starren die ganze Zeit in ihr Whiskyglas. Ist alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Seltsamer Typ. Eine Frau in einem roten Kleid in dem Laden.